Seit 2014 verleiht der Verein Dougay seinen Akzeptanzpreis, die Brücke der Solidarität. Berühmte Preisträger wie Hape Kerkeling konnten sich schon über die Auszeichnung für ihr Engagement für die sogenannte queere Community freuen. Doch der Kampf für mehr Akzeptanz geht auch abseits der normalerweise jährlichen Preisverleihung weiter. Der Verein Dougay hat nach der Kommunalwahl bei den Parteien abgefragt, inwiefern sie die Belange von Homo-, Bi- oder Transsexuellen ins Rathaus tragen wollen. Queere Wahlprüfsteine nennt das der Verein. Allen voran die Frage nach festen Ansprechpartnern in den Parteien. Das würde Kommunikation und Umsetzung wichtiger Themen fördern. Doch diesen direkten Draht nannten nur zwei Parteien. Eine andere, nicht neue Forderung, die nach einem Zentrum für die queere Community. Eine zentrale Anlaufstelle, aus der zum Beispiel Veranstaltungen herausgeplant werden könnten. Allen voran das Zugpferd der Community, der Christopher Street Day. Denn für Dougay ist klar, mit der gesetzlichen Verankerung der Ehe für alle ist es längst noch nicht getan. Der Kampf vom Duisburger Verein Dougay geht natürlich auch in Sachen Akzeptanz in 2021 weiter und im besten Fall mit einer eigenen Anlaufstelle und auch festen Ansprechpartnern in den Ratsparteien. Genau da hapert es aber noch ein wenig und darüber spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden von Dougay, Christian Karus. Er ist mir jetzt live zugeschaltet. Christian, grüße dich, hallo. Hallo, André. Ja, ihr habt ja auf eurer Internetseite einige Wahlprüfsteine, wie ihr das nennt, veröffentlicht. Da habt ihr in der Politik einfach mal nachgefragt, wie sehr eure Interessen, eure Wünsche in der Politik berücksichtigt werden. Wie lautet dein vorläufiges Fazit? Ja, wie du richtig gesagt hast, haben wir zur letztjährigen Kommunalwahl eben alle Parteien im Rat angeschrieben und gefragt zu speziellen Themen. Haben tatsächlich alle Parteien geantwortet. Das hat uns erstmal schon mal überrascht. Es war aber dann schon sehr auffällig, dass die Qualität der Antworten doch sehr unterschiedlich waren. Also die SPD und die Grünen, die im Prinzip seit Jahren quasi mit uns zusammen für Akzeptanz kämpfen, die machten recht deutlich, dass sie natürlich hinter all diesen Forderungen stehen, sich einsetzen möchten. Auch FDP und auch Linke waren da durchaus, wie gesagt, wie es mal sagen würde, produktiv, sodass man da wirklich was mit anfangen kann, dass man damit arbeiten kann. Aber es zeigte sich eben auch, dass so klassischerweise CDU und auch die AfD, die geantwortet hat, doch Antworten lieferten, wo wir sagen mussten, okay, es ist gut, dass wir diese Wahlprüfsteine gestellt haben, damit jeder auch mal für sich sehen kann, was steckt denn eigentlich hinter der Partei, wie sehr setzt sich eine Partei für unsere Rechte, für unsere Belange eben ein. Und da gilt es jetzt für euch auch darum, ja in diesen Ratsparteien ja auch mal feste Ansprechpartner zu bekommen, dass man wahrscheinlich auch ein Thema mal längerfristig verfolgen kann. Die gibt es bislang nicht. Warum wären die aber genau wichtig für eure Arbeit? Ja, damit wir langfristig auch quasi in unseren Themen vorankommen, damit wir auch gezielt Leute ansprechen können, wollten wir eben auch konkrete Ansprechpartner haben. So ist es für uns leichter, mit der Partei, die ja für ganz bestimmte Themen steht, auch mal in Kontakt zu treten. Das heißt immer so gut, wenden Sie sich an unseren Ortsvorstand oder an unser Büro. Da merken wir eben oft, da bleibt eine Anfrage, eine Idee bleibt da auf dem Schreibtisch liegen. Und wenn wir einen konkreten Ansprechpartner haben, kann man gezielt auf diese Person zugehen, kann man sich auch zusammensetzen, kann man auch in kleinerer Runde vielleicht schon mal ausloten, welche Dinge möglich wären, wo es vielleicht Übereinstimmungen gibt, wo es auch Probleme vielleicht gibt. Thema liegen bleiben, da sind wir nämlich bei einer anderen Sache, die ihr auch schon seit längerem fordert, nämlich eine Anlaufstelle für die queere Community. Die gibt es bislang nicht und auch in naher Zukunft sieht es irgendwie nicht danach aus, als würde das passieren. Warum genau braucht ihr die aber? Ja, wir haben so 2018 rum angefangen, aus der Community heraus so den Bedarf abzufragen, was denn in Duisburg fehlt. Wir haben da mit verschiedenen anderen Mitstreitern in Duisburg zusammen so einen kleinen Forderungskatalog uns überlegt, haben den ein bisschen ausgearbeitet, haben dort also auch versucht, konkret zu werden und haben das 2019 dem Stadtdirektor Herrn Murak überreicht und sind eigentlich der Meinung, dass es für so eine Stadt wie Duisburg, die eine 500.000 Einwohner hat, zwingend notwendig ist, sich auch um diese Bevölkerungsgruppe, die ja laut Statistik so zwischen 8 und 12% der Bevölkerung ausmacht, sich auch darum zu kümmern und dort auch für diese Belange ein extra Zentrum anzubieten, was quasi Mittelpunkt der Szene hier in Duisburg der Community sein kann. Nämlich das muss man sagen, fehlt hier in Duisburg, es gibt nicht so die Anlaufstelle. Wir haben kleinere Lokalitäten, wo sich vielleicht Vereine treffen, wo wir den Ansprechpartner eben Rathaus haben, den Herrn Müller, das ist ganz wichtig. Aber so wirklich ein Anlaufpunkt, wo man Veranstaltungen durchführen kann, wo man Workshops anbieten kann, der fehlt in Duisburg eben. Und andere Kommunen machen das vor und so ein Zentrum
bildet im Prinzip das Herz der Community und hält auch so ein bisschen die Community zusammen. Jetzt ist das, wie gesagt, eben kein neuer Wunsch. Das liegt der Stadtverwaltung ja auch schon so ein bisschen länger vor. Du hast es eben gesagt, es gibt zwar eine Anlaufstelle bei der Stadt, aber das Zentrum für euch, für die Community, das fehlt eben noch. Wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, wie gut oder wie schlecht funktioniert eben aktuell die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung? Also mit der Stadtverwaltung, muss man sagen, haben wir eigentlich mit dem Herrn Müller da als Ansprechpartner direkt im Gleichstellungsamt der Stadt Duisburg eigentlich einen recht guten Ansprechpartner, wenn es so um, ja, ich sag mal so, Formalien, Verwaltungsarbeit, Verwaltungsdinge geht. Aber um da quasi wirklich kreativ auch die Szene in Duisburg voranzubringen, ist das in dem Zusammenhang die falsche Ansprechperson, sondern da brauchen wir wirklich eine große, breite Basis, mit der man gemeinsam arbeiten kann, mit der man alle möglichen Ideen, Wünsche und auch vielleicht Blickwinkel in einen Punkt zusammenbringen kann. Und deswegen sagen wir eben, so ein queeres Zentrum muss nicht von der Stadt alleine angeschoben werden oder muss nicht allein von der Stadt unterhalten werden, aber es braucht eine große Unterstützung von Seiten der Stadt, damit sowas in Duisburg möglich ist, sei es Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden oder vielleicht auch Fördermöglichkeiten. Christian, wir befinden uns jetzt im Jahr 2021 seit einigen Tagen. Trotzdem die Frage, wie viel muss aus deiner Sicht in Sachen Akzeptanz für die queere Community gerade in Duisburg noch passieren? Auch da wiederhole ich mich, glaube ich, wie in den letzten Jahren. Wir sind da noch nicht mit Sicherheit an einem Punkt, wo man sagen kann, die Akzeptanz ist jetzt in den breiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Natürlich haben wir in den letzten Jahren durch viele Aktivitäten auch mit befreundeten Vereinen, mit Einzelpersonen eine Menge an Akzeptanz geschaffen. Aber man merkt allein schon dadurch, dass der Christopher Street Day im letzten Jahr ausgefallen ist, in einzelnen Facebook-Kommentaren oder in Kommentaren von weiß ich nicht, örtlichen Zeitungen, die zu dem Thema was veröffentlichen, dass da die Stimmung in Duisburg doch, ich würde mal sagen, labil ist und man da irgendwie nicht nachlassen darf. Denn sobald wir nicht mehr präsent sind durch den CSD, durch Kulturveranstaltungen, durch andere Aktivitäten, denke ich, schwingt da das ist im Prinzip leicht um, dass man wieder in Richtung Homophobie, Transphobie unterwegs ist. Und da muss auf jeden Fall ständig was getan werden. Das heißt also nicht, dass wir da einmal einen Stand erreicht haben und sagen, so, jetzt sind wir zufrieden, jetzt müssen wir aufhören, sondern da müssen wir ständig am Ball bleiben. Das wird natürlich auch in 2021 eine Herausforderung. Corona bleibt natürlich das ganz große Thema und das wird schwierig in Sachen Präsenz. CSD ist letztes Jahr ausgefallen, du hast es gesagt. Wie guckt ihr auf dieses Jahr? Könnt ihr im Moment eigentlich irgendwie planen? Ja, wir versuchen so normal wie möglich eben das Jahr zu planen. Das heißt, wir haben die Idee natürlich, den CSD wieder auch in diesem Jahr durchzuführen. Wir haben so drei Varianten, die wir planen, also im Idealfall so wie in den Jahren auch, mit abgespeckten Versionen. Das heißt, da halten wir auf jeden Fall dran fest. Und was wir auf jeden Fall ganz sicher umsetzen werden und wollen, ist dann der Pink Wednesday am Ende des Jahres auf dem Weihnachtsmarkt. Und auch so sind wir dabei, jetzt eigentlich so zu planen wie in den letzten Jahren, dass das neue Jahr 2021 halbwegs normal auch hier an der schwul-lesbischen Szene in Duisburg eben vorbeigeht und wir dort unsere Aktivitäten wie den Regenbogenstammtisch, den wir jeden Monat durchführen, dass wir den auch wieder anbieten und so quasi in eine Normalität kommen können. Dabei drücken wir alle Daumen, die wir haben. Christian Karus vom Verein DuGay hier aus Duisburg. Vielen Dank für deine Zeit, Christian. Bitteschön.